Neben mir steht jetzt Oliver Lukas. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Ecom Consulting und ja, fast schon so ein bisschen ein E-Commerce-Urgestein. Herr Lukas, wie hat sich da die Branche in den letzten 10 Jahren entwickelt? Das ist natürlich eine extrem spannende Frage. In den letzten 10 Jahren ist so wahnsinnig viel passiert. Können wir jetzt nicht die ganzen einzelnen Entwicklungen, glaube ich, aufführen, aber das, was ich jetzt extrem merke, ist die Professionalisierung. Das heißt, die Unternehmen, die früher mal klein waren und gesehen haben, da geht was, die fangen jetzt an, das Geschäft ernst zu nehmen und ihre Prozesse zu optimieren und auch in Kundenerlebnissen neue Wege zu beschreiten und also wirklich das als strategisches Geschäftsfeld zu betrachten und nicht irgendwo, ich mache mal einen Online-Shop, damit ich den Kanal bespielen kann. Das Stichwort Kundenerlebnis ist, glaube ich, schon ein ganz gutes. Mittlerweile setzen wir doch eigentlich voraus, dass Unternehmen heute einen Online-Shop haben. Was müssen denn heute die Unternehmen machen, um wirklich noch Kunden aktiv dann auch akquirieren zu können und die wiederum auch halten zu können? Ich glaube, die Herausforderung ist, die eigene Daseinsberechtigung so zu finden, wie man das früher gemacht hat. Das heißt, sich seine eigenen USPs herauszuarbeiten und zu überlegen, okay, wofür stehe ich eigentlich? Bin ich ein Serviceunternehmen? Bin ich ein Produktunternehmen? Komme ich über den Preis? Ja? Oder habe ich einfach total coole Features und bin allein darüber total interessant für meine spezifische Zielgruppe? Also man muss sich wirklich klassisch strategische Fragestellungen denen gegenüber sehen und da eine gute Antwort drauf finden und dann natürlich eine professionelle Umsetzung machen, weil egal wie groß und wie klein der Anbieter ist, jeder erwartet heute das Service-Niveau, was uns Amazon einfach jeden Tag vorlebt. Da haben sie den Markt ein bisschen kaputt gemacht. Auf der anderen Seite haben sie den Markt auch extrem nach vorne gepusht. Das stimmt. Jetzt ist natürlich ein gewisses Spannungsverhältnis auch, was sich einfach ergibt zwischen dem klassischen Retail, also dem Geschäft draußen auf der grünen Wiese, wo A, vielleicht der Service nicht ganz so passt, aber auch viele Hersteller, die mittlerweile direkt online auch verkaufen. Wie wird es in Zukunft aussehen? Werden unsere Innenstädte irgendwann komplett verwaist sein? Das glaube ich ganz gar nicht, sondern ich glaube, dass sich die Innenstädte verändern werden. Also momentan sind Innenstädte ja sehr stark durch vertikale Ketten geprägt und die Innenstädte sind extrem austauschbar und man kriegt zwar alles, aber so richtig viel Spaß und Service ist da gar nicht immer geboten. Ich glaube, dass in der Digitalisierung extrem viele Chancen auch stehen, auch für den stationären Handel, mit neuen Serviceangeboten zu machen, interessante, sag ich mal, Begehrlichkeiten beim Kunden zu wecken, auch mal wieder in die Stadt reinzugehen, weil so ein bisschen dieses Gaming-Thema, also zu spielen mit den modernen Techniken und das direkt anzuwenden, nicht nur auf den Kaufprozess, sondern auch auf den Produktpräsentations- und Servicepräsentationsprozess, finde ich total spannend. Ja? Also was wir ja jetzt hier gar nicht so sehr machen, ist irgendwie Automobil, aber ich glaube im Automobilbereich, diese ganze Konfiguration und so weiter, ist etwas, was man online sensationell spielen kann. Und ich persönlich gehe davon aus, dass in den Top-Einkaufsstraßen demnächst nicht mehr H&M und Zara unterwegs sind, sondern nebendran auch irgendwie Mercedes und BMW ihre Flagship-Stores haben, 2, 3 Autos ausgestellt haben und drumherum extrem viel digitale Möglichkeiten und Welten aufgebaut werden. Und dann macht es wieder Spaß, in die Stadt zu gehen. Spannend, das heißt, ich finde vielleicht den Autohändler meines Vertrauens nicht mehr im Gewerbegebiet außen vor der Stadt, sondern in der Fußgängerzone. Ja, das sehe ich durchaus so. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt bei uns dauert und wer da Vorreiter sein wird, aber letztlich, was spricht denn dagegen? Ich meine, heute ist es der Flächenbedarf, weshalb die nicht in die Stadt reingehen, aber zukünftig kann ich das ja auf viel weniger Fläche, weniger Produkte ausdrücken, aber die ich dann digital projiziert in viele Modelle und Farben und alles weiter darstellen kann. Und der Preis von hochwertigen Produkten rechtfertigt das auch, dass man sich mehr mit der Produktpräsentation auseinandersetzt und den Kunden einfach fasziniert. Ja? Und ich weiß nicht, wenn Sie mal Zeit haben, mal nicht Samstagvormittag, sondern unter der Woche bei schönem Wetter durch die Stadt zu schlendern, jetzt gerade in München oder sowas, das macht nach wie vor wahnsinnig viel Spaß und deswegen glaube ich schon, dass die Innenstädte uns lange erhalten bleiben, aber da wird sich noch einiges ändern in den nächsten Jahren. Einiges ändert sich ja im Moment auch im Bereich der Industrie. Wir haben ja das Stichwort der Industrie 4.0 und sehen halt im Moment auch den Trend dahin, dass es eben auch B2B-Online-Shops gibt. Das heißt auch durchaus Industrie, die an Endkunden plötzlich verkaufen kann, nicht mehr nur an den Großhändler, sondern eben auch Industrie, die unter sich handelt. Wie sieht da die Situation aus? Also gibt es da noch Nachholbedarf? Hinken wir ein bisschen hinterher oder ist es durchaus realistisch, dass wenn ich Rohstahl brauche als blechverarbeitendes Unternehmen, dass ich das demnächst alles online abwickle? Also ich glaube, da wird jetzt auch wieder durch die Begrifflichkeit Industrie 4.0 ein großer Hype produziert, was auch okay ist, ja. Aber es ist nicht so, dass wir in den letzten Jahrzehnten da geschlafen haben, ja. Also ich selber habe einen Logistik-Hintergrund und da war das Thema Just-in-Time seit 20 Jahren ein Thema, wo unheimlich viel produziert wird und das geht nur noch mit sauberer Kommunikation. Die Kommunikationswege haben sich verändert und die passen sich jetzt nach und nach an. Und da gibt es sicherlich weiterhin Nachholbedarf, aber es ist nicht so, dass da jetzt was komplett Neues entsteht. Das, was neu ist, ist sicherlich so
Themen wie Internet of Things oder sowas, dass die Produkte selber Nachrichten senden können und diese Daten dann wieder verarbeitet werden. Aber die Kommunikation zwischen den Branchen und gerade im B2B, ich glaube, das ist ein logischer nächster Schritt. Ja, ist nichts komplett Neues, sondern es wird einfach, wie für uns im normalen Endkonsumentenleben, es wird einfach schneller und digitaler werden und direkter werden. Und Intermediäre werden es extrem schwer haben in der Zukunft. Okay, da wird sich also noch einiges tun. Einiges tut sich auch hier auf der Oxid Commons. Wie finden Sie die Veranstaltung? Wie gefällt es Ihnen? Ich finde es total schön, wieder hier zu sein. Ich freue mich jedes Jahr drauf, hier bei der Oxid Commons zu sein. Und es hat nach wie vor eine sehr schöne Atmosphäre. So ein bisschen auch ein Familientreffen, weil einfach viele Menschen hier sind, die schon lange in der Branche sind. Natürlich auch viele Neue, die mit reinkommen. Und es ist wieder ein tolles Programm zusammengestellt worden mit interessanten Sprechern. Heute mal was ganz anderes mit dem Herrn Grupp vorneweg, der sehr inspirierend unterwegs war und mehr so das Unternehmerische mal in den Vordergrund gestellt hat und gar nicht viel von Technik erzählt hat. Und ich finde es auch gut, wenn man sich mal so ein bisschen auf klassische Werte rückbesinnt und nicht irgendwie nur über seinem Smartphone hängt und guckt, was man als nächstes digital kommunizieren kann, damit die Welt hinterher schlauer ist. Das stimmt. Ich habe ihn eben gefragt, ob er schon mal selber in seinem eigenen E-Shop eingekauft hat. Und da meinte er, nein, das hat er noch nicht gemacht. Aber Testkäufe finden natürlich statt. Herr Lukas, vielen Dank. Das war's schon. Nichts zu danken, war mir eine Freude. Viel Spaß noch. Gute Commons. Danke sehr.